Servus Leute, zurück zu Let's Play Roguelords. Wir sind jetzt auf dem Weg in Kapitel 3, oder wir sind in Kapitel 3, erste Nacht. Wir haben diverse Auswahlmöglichkeiten, allerdings haben wir auch, wenn wir nicht hier direkt gehen, ein Problem. Wir brauchen die Styx-Quelle. Ich bin mir geneigt, also eigentlich finde ich dieses Grauen ziemlich geil, dass ich da eine deutlich höhere Fähigkeit bekomme. Hier kriege ich verdoppelte Fähigkeiten. Hier kriege ich einen Fluch. Ich könnte in der Mitte durch, das bedeutet Kämpfe. Und es ist sehr gefährlich jetzt zu kämpfen. Ich brauche dringend eine Styx-Quelle. Und der Teufel... Der Teufel ist ungeduldig. Ich weiß nicht. Bin ich sicher genug? Ich glaube es nicht. Ich will den Weg tatsächlich gehen. Da bin ich unentschlossen. Also ich gehe rechts. Dann sehen wir auch, wie schlimm es ist. Also eventuell zerschieße ich mir jetzt den Run dadurch. Aber ich möchte diesen Weg gehen. So. You shall not leave until all the mortals in this region have bowed down before me. So. Verdoppelt die Kosten der Mächte des Teufels. Erstmal will ich die Styx-Quelle holen. So. Warum haben wir das eigentlich immer? Also, kann ich da irgendwas später mal machen damit? Weil im Moment kann ich nur... The Styx. With the putrid corpses that crowd its waters. Oh, ich habe vergessen nachzuschauen. Mir wurde ja in den Kommentaren, vielen Dank dafür, gesagt, Eliven, ich muss nochmal nachschauen, wie sie genau... Moment, kann ich das direkt hier machen? Komm, mache ich direkt. Eleven... So, wie wird's ausgesprochen? Eleve. 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 Hört ihr? Eleve. Es gibt's wirklich, den Begriff. Ist ein Schauspiel- oder Ballettschüler oder in Land- und Forstwirt während der praktischen Ausbildung. Also passend für das Spiel. Schauspieler, Schauspielschüler. Eleve. Eleven. Ist ein Begriff, der existiert. Gut. 20 war jetzt nicht der Hammer, würde ich sagen. Die verlassene Hütte. Diese Option ist optimal. Optional. Optimal ist sie natürlich auch. I shall reforge the world in my image. Wie viel kostet das? 12. Ja, ich glaube, das ist akzeptabel. My power is absolute. Und dann kriege ich auch die andere Styx-Quelle. Und das ist gut. Dann lassen wir das Optionale in Ruhe. Ja, und ich bin direkt ins Heiligtum gesprungen. Weiß nicht, ob das Optionale, ob ich das in Ruhe lassen soll oder nicht. Verdoppelt die Anzahl der zu gewinnenden Fertigkeiten hier. Hier haben wir das hier mit den doppelten Fähigkeiten. 4 Fertigkeiten. Let's go. I'm terribly sorry. So. Ah ja, es gibt 2 Wellen auf jeden Fall, aber es gibt nur einen Gegner aktuell. So. Wir könnten ein Guard spielen oder... hast du irgendein Schutzschild? Ja, du hast ein Schutzschild. Von LP. Wow, Sinistrat, sehr viel Leben. Sehr viel Leben sind das. Erstmal Schutzschild. Provokation. Und du schlägst zu, dann werden nämlich alle stärker. Und das sollten wir nutzen, solange bloß ein Gegner da ist. Sollten wir uns buffen. Würde ich mal behaupten. Du machst jetzt nur noch 8 Schaden. Das ist doch gut. Migräne noch dazu. So, gehst wieder auf den. Er könnte... transformiert empfangene Heilung in Schwö... Das Problem ist...
Das Problem ist, ich bräuchte noch einen mit einem Einser-Skill. Du hast einen Einser-Skill. Oh. Achso, das geht aber noch nicht. Zornesausbruch. Sind beides gute Sachen. Du hast ein Schutzschild. Vielleicht verfluchen wir einfach nur den Gegner. Und bereiten alles weitere vor. So. Ja, mach mal zum. So, jetzt würde sie auf ihn gehen. Aber jetzt beginnt sie. Jetzt beginnt sie. Zu töten! Angriff! Ho, 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 ho. I like very much. So, Welle Nummer 2. Es sind zwei Gegner. Unten ist einer, oben ist einer. Der taunt, oder? Ne, die haben gar nichts. Reinigen und Vorbereitung. Zuschauen einen mächtigen Angriff für die nächste Runde. Das hier. Dann ist schon mal einer weg. Und einen mächtigen Angriff in der nächsten Runde. Das geht nicht. Ich könnte einfach... Ah, du könntest deine Fertigkeiten einfach aufladen. Ja gut. Zum Glück hast du kaum davon. Ja, dann machen wir das. 10. 18. Du wirst zwar jetzt garstig zu ihm, aber da es ein einzelner Angriff ist, ist es, glaube ich, kein Thema. Mit der Nachtkuss, warum auch immer, aufgeladen, aber ich akzeptiere es. Weil das ist ein Free Win. So, verdoppelt die Anzahl der gewonnenen Fertigkeiten. With that, oh, the humans will finally submit to my yoke. Drei seelischer Schaden. Was sind das? Seelischer Schaden. Steht es hier irgendwo? Ist das SP? Seelischer Schaden? Zeitlose Vision. Alle. Ja, wird wahrscheinlich SP sein. Oder AP-Bonus. Hört sich gut an, aber ich habe keinen Plan. Diese Fähigkeit sollte immer abgegradet werden. Oder ja. Halt. Können wir nochmal zurück? Oh ja. Schattenhaken ist auch nicht schlecht, aber... Ne, wir nehmen das. Simple mortal trinkets. Dann... You better find a use for them. Die Spiegelklinge kann abgegradet werden. Bestätigen. Nice. Choose quickly. Evil will not spread by itself. 1 mal 15 SP. Wendet Ungeschick an. Und minus durch die Fertigkeiten zugefügt. Befallen sie sich und bilden sie. Naja, das braucht man nicht. Die tödliche Scharte Wow, Moment. Choose quickly. Die sind ja schon. Höhere Stufe. Ah, das ist ja super. Ungeschick. Minus 10 LP Schaden durch die Fertigkeiten zugefügt. Hä? Das verstehe ich nicht ganz. Naja, ich nehme erstmal das. Simple mortal trinkets.
Reißzahn an der Wut upgraden oder wir kriegen hier direkt ein Herzeleid der höheren Stufe. Aber wir machen das. Jawohl. I am pleased with these offerings. Was haben wir hier? Take them. Zorn. Zersetzung. Philly zu Beginn. Okay. Wirkten diese Fertigkeit ein zweites Mal. Ah ja, Überlebensinstinkt. Okay, das sind die Verwundbarfähigkeiten. Bei Zorn, okay. Alle Feinde wendet Ermüdung, halbiert alle zugefügten Schäden. Also die Gegner machen. Entfernt einen Schutz. Also bei allen 11 für jeden entfernten. Das hört sich nach einer guten Fähigkeit an, tatsächlich. Weil die Gegner... Ja, wie viel kriegen wir denn noch? Ich find's gut. 7 Jahre Pech. Haben wir 7 Jahre Pech schon? Ja, ich nehme mal 7. Wobei, halt. Zurück. Nee, es gibt hier nichts Besonderes anderes. Also von der Höhe... 7 Jahre Pech. Dann hat sie nämlich auch einen SP-Angriff. Okay, wir haben hier ordentlich was bekommen. Wir haben hier echt ordentlich was bekommen. Und dann würde ich sagen... Opferaltar ist nicht so wichtig. Ich würde Kampf sagen. Ich hätte gerne... Ja, weitere Fähigkeiten. Oder Seelen. Nee, weitere Fähigkeiten. This forest isn't so terrifying. Not yet. Okay. Was ist das hier? Optionales Event. Wir brauchen Verstohlenheit. Wer kann am besten Verstohlenheit? Sie kann gut Verstohlenheit. Und kriegt mehr Leben und verängstigt dazu. Na gut, dann schauen wir doch mal. Du hast die dunkle Bibliothek gefunden. Ein Ort, der in ruchlosen Kreisen für seine okkulten Zauberbücher und verbotenen Texte bekannt ist. Der alte Vampir, der dir vor Jahrhunderten Treue geschworen hat und dort als Bibliothekar dient, begrüßt deinen Eleven panikerfüllt. Ihr seid die Abgesandten des Teufels, nicht wahr? Ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Gelobt sei unser Meister. Ich habe gerade erfahren, dass Sanktuolumen den Standort meiner Bibliothek entdeckt hat. Diese ignoranten Reaktionäre könnten jederzeit hier auftauchen. Mit brennenden Fackeln in der Hand. Ich flehe euch an, rettet meine Bücher. Ich gebe euch das Beste, was die Bibliothek zu bieten hat, als Belohnung. Der Bibliothekar hat nicht ein einziges verbotenes Buch fehlt in der Sammlung. Zahlreiche Vampire, Zauberer und sogar Menschen kommen hier, um sie heimlich zu konsultieren. Wie beruhigend, dass sich nicht alle an die Gesetze von Sanktuolumen halten. Die Fanatiker von Sanktuolumen werden jede Sekunde hier sein. Die blutige Marie erwartet ungeduldig deine Anwesenheit. Ja, verbrückt die Bibel vor den Augen der Sterblichen. Probieren wir es. Schwer. Fehlschlag. Was passiert dann, wenn es Fehlschlag ist? Verbrückt die Bibel hinter einer Schleiderschwarze, aber dieser hält dem heiligen Licht von St. Lume nicht lange stand. Ein Kampf ist unausweichlich. Okay, Kampf. I'm terribly sorry. Wir haben plus 2 Schaden bekommen. Inquisitoren. Der Dreh, wie er Schaden zufügt. Verwundbar macht, stellt er alle seine LP wieder her. Wow. Okay, die buffen sich beide. Wir sind selbst gebufft. I'm listening, Master! Ja, tatsächlich, deren SP ist ziemlich gering. Deswegen gehen wir auf deren SP. Aegis. Provokation. So, Provokation ist okay. Master! Nee, wir müssen den angreifen lassen. Hier den. Der ist weg. Der ist schon mal weg. Und du hast Aegis. Was macht Aegis nochmal? Ja, LP-Punkte werden verhindert. Du greifst den dort oben an. Das macht eigentlich nichts. Das macht eigentlich gar nichts. Wir gehen jetzt voll auf die SP bei den Gegnern. Du kannst mal zuschlagen. Und nichts bewirken. Das hat auch wehgetan, muss man schon zugeben. Und der geht voll auf Dracula. Der will unbedingt, dass er hier... Ah, wir können ja Provokation anschmeißen.
Bongard. Und dann bist du wieder dran. Das ist ein super starker Angriff. Also das ist echt ein super starker Angriff. Mach du mal das. Damit du den Angriff hast, um den nächsten Zug seine Seelenpunkte zu saugen. Wobei, der kriegt immer den Skill wieder. Ich weiß gar nicht, warum. Der fertig lädt zu Beginn je... Oh, deswegen. Ha! Ich muss mir diese Bonus-Sachen immer mal durchlesen. Oh, shit. Das war ein Fehler, weil es gibt ja zwei Gegner. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Oh, das war dann unklug. Die macht, glaube ich, super viel SP-Schaden normalerweise. Die greifen beide den kopflosen Reitern. Das ist gut. Das ist eigentlich okay. Der kann Provokation nächstes Mal, deswegen... ja, bisschen Schaden reduzieren. Es ist nicht die Welt, aber es ist ein bisschen was. So, wen greift... Okay, ihr macht jetzt irgendwelche komischen Debuffs. Es wird Zeit. Sie wird jetzt vernichten. Und weg mit dir. Already broken. ja, doch. Dann habe ich meinen SP-Angriff wieder. Eskalation. Nächste Runde. Der bufft sich mit einer Aegis. Ja, Aegis schützt bloß vor Lebenspunkte in Zug. Also von da passt es. So, weg mit deinen Seelenpunkten. Du bist jetzt verwundbar. Leider kann ich nichts machen. Aber die Schwermut erwischt dich hart. So, die Bibliothek ging nicht unversehrt aus der Schlacht hervor, aber deine Eleven haben das Wichtigste gerettet. Um solche Debakel in Zukunft zu vermeiden, wie zur Bibliothek deiner Eleven sein mächtigstes Zauberbuch zu geben. Das nächste Mal wird sie keine Ausflüchte für ins Versagen haben. That, the humans will finally submit to my yoke. Yoke. Wenn ich keinen Platz habe, was mache ich dann? I am pleased with these offerings. Nichts nehmen. Take them. Okay, deswegen brauche ich mehr Plätze. Okay, sie kriegt max Lebenspunkte. Das ist nicht schlecht. Und jetzt haben wir wieder einen weiteren Kampf vor uns. Warum haben wir einen weiteren Kampf vor uns? Weil wir es ausgewählt haben. Ein weiterer Kampf. Ich hätte gerne... wir kommen dann... Tatsächlich kommen wir dann zu einem Händler. Ich würde gerne mal Seelen dann farmen. I'm terribly sorry. But it seems your time has come. So, der dort unten kann nichts. Außer sterben. Deswegen hauen wir erstmal beide hier ordentlich weg. Und du solltest den jetzt... Naja, du machst den zumindest an die Verwundbarkeitsgrenze. Die anderen... Ja, gut. Mentale Barriere. Mental... Moment. Ich wollte gerade fragen, was ist hier los? Warum ist er nicht anzählbar oder anwählbar? Wenn der Träger Schaden erleidet, gewinnt er Schaden. Okay, das kennen wir. Schaden. Dadurch wird er immer stärker. Immer stärker, immer stärker. Aber das ist egal, weil er tot ist. So, der ist tot. Und die Next Round beginnt. Die haben auch wieder sehr wenig oder weniger Seelenenergie. Der macht einen Angriff auf Dracula. Dracula hat am wenigsten Leben. Der könnte mal einen Lebenbuff bekommen. So.
das. Das ist schon gut. Das ist schon generell gut. Oh shit, dadurch macht er Dracula verwundbar. Das war nicht so gut. Dass Dracula verwundbar ist, ist uncool. Aber der Märtyrer ist weg. Mach mal das. Dann haben wir den schon mal vorbereitet. Was? Oh ja, Überlebensinstinkt. Das wird jetzt zweimal ausgeführt. Ah, das wird dann gezeigt. Wurde es schon immer angezeigt? Du hast leider das nicht, sonst hätte ich gern das gemacht. Eigentlich, die machen eigentlich nichts. Ja, ich mach den trotzdem weg. Wer weiß, was dieser Buff ist. So. Verurteilung. Fügt nach Ablauf 50 Schaden zu. Was für ein Ablauf? Was ist denn der Ablauf? Also, wie lang dauert denn der Ablauf? Egal, wir töten dich. Und Schlitz. Sie macht so viel Schaden. Nice. Seelen sind was Feines. Ja, genau. Ich will zur Styx-Quelle. Ja! Deine Eleven entdecken zahlreiche Fußabdrücke im Schlamm, als sie sich nähern. Spüren sie, dass sich die Kräfte des Guten auf den Arm... Die folgenden Menschen wirken sich auf die vier Nächte entfernt sind. Auf den Werten des angegebenen Essenzgewinns. Oh, was? Ich krieg weniger Essenzen da. Naja, es ist... Vertretbar. Ich fülle jetzt gerade mein Styx wieder, meine Seelenenergie wieder auf. Genau. The waters of the Styx offer invincibility. Diabolische Energie, her damit. Ich brauche Cheat-Energie. Die feine, feine Cheat-Energie. So, und jetzt können wir mal zum Sensenmann und ich habe sogar mal Währung zur Verfügung. Das ist doch geil, oder? Ich kann mir diesmal eventuell was leisten. Schauen wir doch mal. Guten Tag, mein Freund. Herr Sensenmann. Wenn keiner der Eleven Erinnerungen auflädt, so erhalten alle Eleven Schaden. Extra Schaden. Schaden zufügt, erhält in dieser Runde plus 4 physischen. Für mich fügen 2-mal Schaden zu. Alles nette Sachen. Oh, wir haben hier etwas, was man upgraden könnte. Ja, das sehe ich mich. Das wäre wichtig, abzugraden. Was haben wir sonst noch? Oh, stiehlt ist auch nicht schlecht. Stehlen ist, finde ich, gut. Wie viel Kohle haben wir? Ah, 178. Also ich kann mir auf jeden Fall das leisten. Das gönne ich mir auf jeden Fall. Ja, das wird sich auf jeden Fall gegönnt. With that, the humans will finally submit to my yoke. Oh, und eine neue Fähigkeit. Ein weiterer Mitternachtskuss. Vielleicht kriegen wir den auf der höchsten Stufe. Das wäre schon geil. Ah, was kann ich dir sonst noch im Austausch anbieten? Hm. Ich überlege gerade, alle kriegen Plane plus 3 Schaden. Dein Maxi wird auf 30 gesetzt. Wenn keiner den lieben... Oder so ein Dauereffekt? Ah, komm, mach mal das. Oh. Ups. Ja gut, es macht nichts aus, weil ich habe zum Glück nur 29. Aber, huch, ich sollte nächstes Mal genauer aufpassen, was da steht. Ich habe jetzt gedacht, für den Preis habe ich nicht erwartet, dass das so ein negativer Effekt ist. Ich dachte ernsthaft, hallo? Sie werden um 30 erhöht. Aber nein, sie wird auf 30 gesetzt. Nein, es macht nichts. Das war ganz gut. Wir haben einen Skill verbessert und wir haben plus 3 Schaden. Plus 3 Schaden für alle ist not bad. Das mit der Seelenenergie, ja, ich brauche nicht so viele Seelen anscheinend. Blöd, aber so ist es nun mal.
So, endlich Kapitel, ein neues Kapitel. What a charming valley. Guten Tag. My disciples will have to fix that. Ja, dann legt mal das Heiligtum in Asche. Oder so, ähnlich. My disciples arrive at the sanctuary. There they discover a priest who no longer preaches. He tells them that he took part in the creation of a monster, who then returned to dispossess him of his inspiration. Caleb. We offer him a chance to take his revenge on his creature. He accepts. My disciples, on the pretext of making a trap, take one of his hairs and ask for a fragment of Caleb. He gives them a bit of the wood used in his making. The two elements of the ritual secure inside the puppet. My disciples and the priest go their separate ways. The latter leaves for the town of New Florentine to find Caleb, and my servants set off for an abandoned farm. Okay, wir haben schon mal einen Verbündeten des Guten ausgetrickst, sozusagen. The people fear me once again. That is how it should be. Seelen gewinnen? Oh, da Kampf. Oder wir gehen hier durch den... Und Max-Essenz. Oh, da kann ich das wieder ausgleichen, theoretisch. Hoffe ich, weiß ich gar nicht. Das Item sagt ja Max 30, aber was passiert, wenn ich danach einen Max... Das ist doch nicht schlecht, oder? Verdopple die Anzahl der gewinnenden Seelen, oder? Ich sammle mal wieder Seelen. Dann müsste ich aber kämpfen. Es gibt auf jeden Fall hier Elite-Kämpfe. Und es geht immer weiter. Ich frage mich, wie lange das geht. Das geht ja unendlich, so ein Level. Wenn man sich da einmal verskillt oder sowas, das ist ja fatal. Andererseits, ich könnte mir vorstellen, das ist ein Spiel... Entweder man verskillt sich total und wird dann voll schwach und irgendwann niedergemetzelt, oder man wird irgendwann richtig OP. Ich überlege gerade, ich hätte gerne eine Mischung. Ja, nur Kämpfe und dann Opfern ist ein wenig langweilig. Zufällig ist doof. Ich könnte mir vorstellen, die rechte Seite. Wir kriegen weniger, wir kriegen mehr, wir kriegen irgendwas. Sticks-mäßig. Und dann hier ein Kampf. Und das. Sensenmann und so. Und Elite-Kampf. Das werden wir aber beim nächsten Mal sehen. In Kapitel 4. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.